Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Spiel Borderlands 4. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So Leute, und da sind wir auch wieder. Ich habe versprochen, dass ich hier jetzt direkt weitermache. Ich nehme gerade noch am selben Tag auf, das heißt, ich komme ein bisschen besser mittlerweile mit dem Spiel klar. Beziehungsweise mit VR. Ich habe irgendwie eine Schatzkiste offenbar angeblich gefunden. Ich war noch mal da hinten, hab mir die Sachen natürlich verkauft, also ich konnte noch mal zurück. Kleptip, dir folge ich gleich. Ich glaube, ich habe gerade ein Messer und ein Schild bekommen, als ich mir da hinten gerade sogar gekauft habe. Ja, sind nur zwei beim der Ladegeschwindigkeit drunter, also den kann ich nehmen. Ja. Und ich habe bis auf die hochfliegende Granate die Granaten alle verkauft. Ich hatte Schilde verkauft, hatte den einen jetzt neu gekauft und ich habe die Schrottwaffen verkauft. Ich guck noch mal eben, vielleicht habe ich einen Skillpunkt vergessen. Nein, habe ich nicht. Kurzer Überblick, was ich jetzt neu kann. Ich kann jetzt das. Ich kann jemanden in eine andere Dimension schicken angeblich. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Vor allen Dingen kann ich den Abstand davon noch nicht ganz berechnen. Das ist für mich jetzt gerade richtig schwer. Ja, dann geh doch aus dem Weg! Ach, wisst ihr, was ich gerade vergessen habe? Ich habe vergessen, mir die Kopfhörer in die Ohren zu stecken. Wartet kurz, das ändere ich gerade. Beweg dich! Ach, mit der Kanone! Ja, warum gehst du auch nicht weg? Oh, kann ich weiter mit der Kanone schießen? Ich kann mit der Kanone auf die ballern! Ja, sterb! Ich hab nur keine Ahnung, wie ich mit dem Ding ziele! Aber scheiß drauf! Komm um die Seite! Ja! Die schießt, wie ich gucke. Ja, dann schießen wir ja mal über den Haufen. Hier kommt Papa Bum Bum. Alter, das ist doch so unfair für die gerade. Oh, was wollt ihr denn mit dem Mini-Gewehr? War das der letzte? Das Ding hat unendlich Schuss, deswegen frage ich. Hier ist aber nichts Besonderes mehr, ne? Ja, ich glaube. Ich überlege gerade, wie komme ich denn aus dem Ding wieder raus? Ah, hab die Taste gefunden. Darf ich das auch haben? Eine Pistole, die ich gut verkaufen kann? Zack, zack. Boah, ich habe richtig Spaß mit dem Game. Ist das ein Drache? Warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay! Ups, das war die falsche Taste!
Schaugranate. Ich wollte eigentlich noch den Vögelchen ballern. Hä? Der hat überlebt. Er hat auch überlebt. Jetzt nicht mehr. Wieso drücke ich die ganze Zeit die Taste für Granaten, wenn ich nachladen will? Hä? War da was? Das greifst du mich an? Wirklich? Oh, ich habe was gedroppt. Ich kümmere mich gleich um dich, Willi, okay? So, wo ist Willi? Willi! Ach, da bist du, Willi! Oh, auf die Zielen ist ja richtig schlimm mit einer Handgun. Ja, scheiß drauf. Die machen eh keinen Damage. Ich hätte ja gern... Warte mal. Kommt mal her. Ich will was ausprobieren. Komm her. Ich komm. Okay, die wollen nicht. Ich hab den Vogel getroffen statt den Typen. Wie weit ist die Reichweite von das? Boah, guck mal, wie meine Hand dabei leuchtet. Ist noch ein Vögelchen da? Hallo? Hab ich euch schon ausgerottet? Dann ist ja gut. Boah, jetzt habe ich Hunger. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Mm. Gimme. Da auch. Nee, ich mache nicht nochmal denselben Fehler. Ich schieße da nicht drauf. Ja, hier war einer am Angeln. Soll ich mal versuchen, die Leine einzuholen? Ob da was angebissen hatte? Dann bewegen wir uns mal auf die Festung zu. Die Festung der Einsamkeit. Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Welchen Schrotthaufen meint ihr? Ich hab alle Zeit der Welt. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Wow, die werden davon sogar zurückgeschmissen. Ich hab's hinbekommen! Nochmal bitte! Weißt du, du bist schon im Arsch! Nach Möglichkeit, wenn ich kann, hole ich mir immer Treffsicherheit. Zu dich selbst. Irgendwann einfach den hier machen. Das sah jetzt wesentlich schlimmer aus, als es ist. Wer es nicht gesehen hat, ich habe mir nochmal in den Kopf geschossen. Ich würde zu gerne auf das Fass schießen, während einer daneben steht. Dass hier oben übrigens Kisten sind, das konnte ich mir schon denken. Dafür braucht man kein Genie sein. Okay, die kann man auch öffnen. Okay, die rote nicht. Oder vielleicht doch, wenn ich näher rankomme. Nee, die kann man nicht öffnen. Da sind noch Schränke zum Öffnen.
Ich habe mir was auch immer da rausgeholt. Eine weitere Herausforderung gemacht. Headshot! Ich hab's geschafft! Seht ihr, ich hab ihn mit der Kiste hochgejagt. Boah, ich will den in eine andere Dimension sperren. Wie treffe ich damit? Ignoriert ihr mich gerade ernsthaft? Was ignoriert ihr mich einfach? Was soll das? Bin ich euch nicht wichtig genug oder wie? Boah, ich bin jetzt einfach auf Nummer sicher gegangen. Warte mal, erst nachladen, dann wechseln. Da ist auch noch was. Es ist manchmal ganz komisch. Hm? Ich dachte, ich hätte was gehört. Oh. Verbraucht zweimal. Oh, die könnte sehr stark jetzt sein. Mal sehen. Ich tausche mal eben kurz die Waffe und überprüfe das mal eben. Ich muss das hier mal kurz. Genau. Pistolen. Das war auf jeden Fall eine Piste. Vom Schaden her nicht, aber alles andere ist deutlich höher. Na gut, die Genauigkeit und die Feuerrate ist noch ein bisschen geringer. Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein bisschen ruhiger schießen kann, bringt mir das wesentlich mehr. Ich probiere die mal aus. Erstmal. Ja. Prima. Ich dachte, da wäre was. Ach so, der zeigt mir den Sprengstoffbehälter an. Der hat ein Schild! Warum stelle ich mich nicht hinter die Deckung zuerst, anstatt einfach... Ich hab dich gesehen! Tschüss! Was? Okay, einen Moment. Ich sehe doch dein fettendes Knie da hinten. Merkwürdig. Tschüss. Kann ich eigentlich in die Häuser rein? Hast du was gedroppt? Nee, aber ich sehe da hinten was, das mir gefallen könnte. Oh, Munition und sogar eine Granate. Ja, das konnte mir gefallen. Ich mache lieber die Fässer kaputt. Oh, mir fällt was auf. Ich muss nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Aber da müsste ich einen Audiolog finden. Oder warte mal. Das ist die Mission, die ich gerade habe, oder? Ja, Claptrap ist nämlich weiter hinten. Wer schreit denn da schon wieder? Ist da hinten noch einer? Nee. Ich sehe direkt, was das mir... Oh, hi. Tschüss. Tschüss. Ja komm, jetzt lad schneller nach. Ich lande sogar mittlerweile nur noch Headshots. Hab's geschafft. Ich würde das jetzt gerne ausnutzen. Gesicht weggeschossen, da ist die Blutlache. Was hast du davon? Okay, das ist eine tolle Antwort. Ich höre dir gleich auch weiter zu. Eine Minigun? Und eine Shotgun. Naja, es ist eher so eine Autorifle.
Da hinten ist noch eine Kiste. Ich nehme alles mit, was ich finden kann. Das ist auf jeden Fall Shotgun-Money. Ach, da fällt mir ein. Ja, mit der muss ich jetzt mal ein bisschen Rambazamba machen. Ich kann ja über die Schnellreisefunktion noch mal da hinten die Quest machen. Das war ein bisschen zu nah. So nah wollte ich nun auch wieder nicht ran. Okay, das ist eine Schrottwaffe, die brauche ich nie mitnehmen. Ich habe die ja nur zum Verkaufen alle hauptsächlich dabei. Einmal dahin porten. Und dem in den Hinterkopf geschossen. Wiedersehen. Bam! So sieht's aus, wenn ich snipe. Tschüss. Ich sag tschüss! Ich habe auch eine Granate! Nein. Ja, dann mach ruhig. Hab ich hier erstmal eine andere Dimension gesperrt, ne? Okay, mittlerweile habe ich's raus. Aber wenn ich treffe, hat das einen gewissen Cooldown. Den würde ich gerne verbessern. Also diese Fähigkeit ist eigentlich ganz krass. Weil ich die einfach so festsetzen kann. Die Munition sieht noch gut aus. Ich sollte mal eben kurz gucken. Nein, einen weiter. Okay, ich habe noch keinen Skillpunkt. Aber ich habe einen Badass-Token. Ja komm, Rückstoß will ich auch mal ein bisschen dämpfen, dann treffe ich nämlich auch noch mal ein bisschen genauer. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich genauer treffen kann. Der Rest ist mir eigentlich vollkommen egal. Weil was bringt mir alle Fähigkeiten der Welt, wenn ich nicht treffe? Da ist ein Klo. Eine Klo mit einer wertvolleren Waffe als die, die ich dabei habe. Okay, ich habe zwei Schrottwaffen. Mal eben aus dem Inventar schmeißen. Da stellt sich aber halt echt erstmal die Frage, was schmeiße ich weg? Ich glaube, die schmeiße ich weg. Weil die ist mehr wert. Okay, ansonsten ist da nichts Wertvolles drin. Wir gehen weiter. Ich will Claptrap heute noch retten. Ach, wartet. Ich sehe da was gerade. Auf der Karte. Hier ist irgendwo ein Automat. Genau in der Richtung. Da soll ein Automat sein. Ist der vielleicht... Jetzt sag nicht, der ist eine Ebene weiter unten. Ah, aber ich habe dadurch bemerkt, ich habe zwei Kisten vergessen. Hab mir schon mal eine Granate mehr beschafft. Also da unten kann ja definitiv nichts sein. Und ich meine jetzt ganz sicher keinen Jump'n'Run hier. Ist vielleicht das Ding gemeint? Nee. Okay, Spiel verarscht mich. Lasst weitergehen. Wir müssen noch jemanden retten. Puh. Hab dich gesehen, ich komme sofort. So, sicherheitshalber beide Punkte abgeschossen. Kopf und Bauch.
fertig. Einmal ein Headshot. Einmal alles angezündet, was lebt. Oh, ja. Let it burn. Erstmal ein neues Magazin. Ach so, das ist schon ein Toter. Weiter geht's. Ah, hier ist ein Automat. Wartet aber erstmal ein bisschen weiter weg davon. Sonst habe ich das Menü nicht richtig vor dem Gesicht. Immunität gegen Feuer. Ich ignoriere einfach, dass ich von hinten beschossen werde, ne? Ich nehme das mal, ich würde das gerne mitnehmen. Vor allen Dingen kann ich jetzt mal die Schrottwaffen hier verkaufen. Zack. Und jetzt die ganzen Schilde. Oh, du schießt schon die ganze Zeit auf mich? Ist das dein Ernst? Ich treffe damit nicht. Peng. So. Problem gelöst. Ich wollte nämlich diesen Schild mitnehmen. Einmal kurz Leben gucken. Okay, Leben brauche ich nicht. Ja. Ich habe noch gesehen, dass da eine Truhe ist. Soll ich nochmal zurück? Nee. Wir machen das jetzt zu Ende. Hallo, nimm doch direkt alles mit. Oh, was ist das denn für eine fette Kiste? Okay, ein richtig geiler Schild. Ein schwacher Schild. Und noch ein Schild. Ich kann ja mal kurz gucken. Genau. Boah, der ist halt mega krass. Wartet. Den wollte ich ausrüsten. Und kann den jetzt auch mal mit dem alten vergleichen. Ja, der ist jetzt schon besser als der, den ich hatte. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Diese Verrückten immer. Oh, hi. Ich werfe mal was zu euch hoch, okay? Ich habe ihn, ohne hinzugucken, ins Gesicht geschossen. Aus nächster Nähe. Das kann man nicht überleben. Hab ihn in Brand gesteckt. Ach so, da. So weit geht das auch mal nicht. Headshot. Ah, jetzt hört doch mal auf, diese Scheißdinger an mir zu werfen. Letzte Worte. Ich habe ihn gefragt, ob er noch letzte Worte hat. Hä? Hat er noch einer gekriegt?
Was ist denn das lilane Fass? Slackbehälter. Da ist irgend so eine komische Rotze. Knappy, halt die Klappe bitte. Ich hab auf jeden Fall einen Skin bekommen. Kann man den stumm schalten? Ich weiß ja, wo ich hin muss. Lebt noch einer? Nein, aber da unten ist was. Doch, irgendeiner kriegt sie noch. Ich versuche ihn zu orten, aber ich schaffe es nicht. Zack, zack, zack. Oh, ich sehe was. Blip. Oh. Festival. Okay. Ja. Ich würde jetzt hier den heutigen Part beenden. Ich verkaufe jetzt noch das, was ich hier rumliegend sehe. Leben willst, kauf bei mir. Also diese Billo-Waffen, die verkaufe ich auf jeden Fall. Na gut, die behalte ich mal. Die könnte vielleicht noch nützlich werden. Die eine Granate behalte ich auch. Das mit dem Feuerschaden, das behalte ich mal. Vielleicht komme ich auch mal in eine Feuergegend. Dann könnte das vielleicht nützlich werden. Das hier reduziert den Schaden von Explosionen. Das ist besser als das, was ich jetzt gerade habe. Rüste ich doch direkt aus. Da, der ist besser. Auch wenn die Ladeverzögerung ein bisschen höher ist. Dann bin ich wenigstens gegen Explosionen noch ein bisschen immun. Ja. Damit beende ich aber auf jeden Fall den heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seht, ich bin besser in Form gerade. Ich komme gerade super damit zurecht, was ich mache. Diese Fähigkeit, die muss ich auf jeden Fall noch trainieren. Wenn ich die perfektioniert habe, werden wir das Spiel ultra krass durchspielen können. Ich komme auch immer besser auf VR klar. Also ich nehme hier, glaube ich, schon seit einer Stunde auf, ohne dass mir schlecht wird. Oh, schaffe ich das? Schaffe ich es aufs Boot? Ich habe es aufs Boot geschafft. Mir wird aber schnell schlecht, also gehe ich wieder hier runter. So. Jetzt beende ich aber auf jeden Fall den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, Leute.